So, dann begrüßen wir zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Dynamo Kiew. Darf unseren Cheftrainer herzlich willkommen heißen. Und Rino, darf dich um dein Statement bitten. Okay. Ja, schöne Grüße. Ja, wir wollten das Spiel mit ein höheres Pressing angehen, weil wir wussten, dass Kiew überwiegend in der Liga sehr dominant agiert, viel Ballbesitz hat und selten an einer Höhe auch gepresst wird, die so ein Stück weit auf dem falschen Fuß zu erwischen oder in eine Phasen reinzubringen, wo es ungewohnt ist. Und selbst dominant zu sein mit Ballbesitz und Chancen aus unserer Struktur zu kreieren, das war der Plan, ist auch gut aufgegangen. Vor allem in der Anfangsphase der ersten Halbzeit, die ersten, glaube ich, 30 Minuten, wo wir sehr dominant waren, auch viele Chancen hatten, sogar auch das 2-0 zu schießen, muss man eigentlich auch das 2-0 schießen in der Phase, dann hat man mehr Ruhe. Und da haben wir gesehen, wenn die auch in ihre Ballbesitzfußball kommen, in die gegnerische Hälfte, dass die schon beweglich sind und variabel mit ihrer Struktur und es auch nicht so einfach zu verteidigen. Aber unterm Strich ist da zu sehen, dass ein verdienter Sieg und eine Mannschaft auf dem Platz habe ich erlebt, der wieder geschlossen agiert hat, Energie auf den Platz gebracht hat und aus meiner Sicht auch einen guten Fußball, dass wir einen guten Fußball heute gesehen haben. Und da mache ich mich ein Stück weit stolz. Danke. Розпочнемо з короткого коментаря тренера. Ми знали, чого очікувати від сьогоднішнього матчу. Динамо Київ дуже любить контролювати м'яч, домінує в домашньому чемпіонаті. І ми очікували від них, що вони можуть високо пресингувати проти нас. І це все ми проаналізували і самі хотіли, розпочали матч так, що ми самі контролювали м'яч. І надіялися, що наш суперник буде помилятися. У нас були шанси, наш план спрацював. І перші 30 хвилин ми домінували на футбольному полі, могли зробити 2-0, це не вийшло, але це заспокоїло все рівно нашу гру. І ви самі бачили, що Динамо Київ сьогодні, вони дуже швидкі гравці, коли вони після 2-0 контролювали м'яч, дуже варіативно грали, у них також були проходи по фланкам, були моменти, але загалом я можу сказати, що ми заслужено сьогодні перемогли, ми діяли як одне ціле на футбольному полі, показали мотивацію, і я горд за наших хлопців, і це заслужена перемога. Vielen Dank, dann starten wir mit Ihren Fragen. Jürgen Bauer macht den Anfang. Ich möchte mal gleich zum Ende vom Spiel was ansprechen. Die Fans haben heute deinen Namen gerufen, sehr wirklich gefeiert. Ich habe so eine Erinnerung, das war das zweite Mal in dieser Art, damals wo der Klassenerhalt vor 2 Jahren feststand und heute. Wie geht man damit um? Oliver Baumann hat gerade in der Mixzone gesagt, für ihn warst du die ärmste Sau in den letzten Tagen. Wie hast du das wahrgenommen heute? Ja, ich habe es wahrgenommen und es ist auch klar, dass man Gefühle hat und es tut einfach gut, das Gefühl zu haben, dass man gewollt ist, dass man geschätzt ist von unseren Fans. Und deshalb war ein schöner Moment und kann öfters mal kommen. Ich hoffe zumindest, dass wir weiterhin auch erfolgreich sind. Ich glaube an die Jungs, ich glaube an diese Mannschaft und dass wir erfolgreich sein können. Herr Becker, Allgäuer, Radio Regenbogen, macht weiter. Achso, Entschuldigung, Gottes Willen. War ich voreilig, sorry. В кінці матчу було почутно від наших вболівальників твоє ім'я, дуже голосно скандували його. Як приємно тобі ці емоції після матчу? І ми в інтерв'ю Олівера Баумана також почули, що він сказав, що зараз вся керівництво, вся преса тільки вину на цю тренерську позицію покладає. І відповідь тренера була такою, звичайно, це емоції, звичайно, це приємно. Завжди приємно, коли фанати люблять тебе, коли вони тобі довіряють. І я вірю в свою команду, я вірю в наших хлопців і що ми можемо перемагати, добиватися хороших результатів. Lieben Dank, Nikita, wollte keinen übergehen. Rebecca Allgäuer, Radio Regenbogen. Ja, Herr Matarazzo, was löst dieser Sieg in Ihnen aus und ist das heute mehr als in Anführungsstrichen die nur 3 Punkte in der Europa League? Ich habe heute vorm Spiel gesagt, dass gibt es viel zu gewinnen heute. Ein guter Start in die Europa League, 4 Punkte nach 2 Spielen ist definitiv positiv. Aber wir gewinnen dann auch an Selbstvertrauen, auch an Energie.
dass das ist eine Bestätigung für unsere Weg und unsere Arbeit, die wir tätigen. Und wieder zu Null zu spielen, tut gut, tut einfach verdammt gut. Und auch klar, dass wir grundsätzlich einen Anspruch haben, heute auch zu gewinnen. Gegen so einen Gegner, die sicherlich Qualität hat, aber wir glauben an uns und dass wir stark sind. Aber erstmal muss man das schaffen. Und ich kann nur wiederholen, dass ich habe keine Mannschaft gesehen heute, der in einer Krise steckt. Ich habe eine Mannschaft gesehen auf dem Platz, der funktioniert. Und mit dieser Bestätigung, dann hat man ganz andere Körpersprache, ganz andere Gang und wie gesagt, Selbstvertrauen, auch für das kommende Spiel. Auch im Brett in Stuttgart, ist klar, aber wir gehen es an, um auch zu punkten, ist auch klar. Можна сказати, що сьогодні це було більше, ніж три очки для вашої команди. Звичайно, перемоги дають тобі впевненості, і це позитивний старт в Лізі Європи. В нас зараз чотири очки, ми можемо працювати далі. Впевненість відіграє дуже важливу роль в нашій роботі, як футболістів, так і тренерського штабу. Ми бачимо, що наша робота працює, що ми на правильному шляху. І сьогодні було також дуже важливо зіграти на нуль. Це ми зробили, ми грали проти сильного суперника, і це завжди добре. Всі говорять, що ми в кризі, але ви самі побачили, що ми крок за кроком показуємо, що команда функціонує. І я вірю в свою команду і далі, і в Бундеслізі, і в протиматчі проти Штутгарта. Вірю, що ми можемо також в цьому матчі досягти гарного результату. Бенні Хофман, Кікер, macht weiter. Heute waren mit Anton Stach und Flo Grillitsch endlich mal die beiden gemeinsam vom Start weg auf dem Platz gestanden, die so das Spiel zusammenhalten sollen, sowohl in der Dreierkette als auch dann im defensiven Mittelfeld, im Mittelfeldzentrum. Inwiefern macht dich das zuversichtlich, gerade die Defensive weiter stabilisieren zu können mit Blick auf die nächsten Wochen? Wenn man die Leistung heute von Anton Stach gesehen hat, weiß man, warum ich dann mich damals, was ich in ihm gesehen habe und wozu er in der Lage ist. Und da kommt noch mehr. Da kommt definitiv noch mehr von Anton. Er hat nicht so oft gespielt auf der Position. Und ich weiß auch, dass er auf der 6 agieren kann, auch auf der 8. Aber in der Phase, wo wir aktuell sind, tut er uns als zentraler Verteidiger unheimlich gut. Und Flo ist ein Spieler, der Druck immer lösen kann auf der 6, durch seine Pirouetten, durch seinen 360-Grad-Blick, durch seine Technik und seine Ruhe. Finde ihn dort einfach besser aufgehoben auf der 6 und mit Anton auf der zentralen Verteidigerposition aktuell. Und das war schön zu sehen. Ich muss auch dazu sagen, wo Umut reinkam, hat auch einen sehr wichtigen Impuls uns gegeben. Also diesen Doppel-6 mit Tom und Umut, diese Beweglichkeit, diese Dynamik, diese Abgestimmtheit, das tut uns auch gut. Und ich kann nur bestätigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Питання про двох гравців Антона Штаха і Флоріна Гріліча. Можна сказати, що у вас зараз працює оборона ланка, як і захисна, так і центрального захисного центру поля. Так, дуже важливо, що ці два гравці крок за кроком входять в хороший ритм. Антон Штах показав сьогодні дуже добру гру. Ви бачили, як він спокійно діє в обороні. Він може грати на декількох позиціях, як шестірку, так і вісімку, але я зараз бачу його центральним захисником, і це видно, що йому це вдається. І в нього дуже великий потенціал також є. На рахунок Флоріна Гріліча, він грає зараз шісткою, і в нього дуже хороша техніка, він дуже спокійний гравець, він допомагає нам контролювати м'яч. І я вірю, що з двома цими гравцями ми можемо хороші результати в оборонних діях досягати. Але також були два інших гравця, яких я хочу виділити. Це Умут Тохомчу і Том Пішов, які сьогодні показали хорошу динаміку і дуже гарно також допомогли нашій команді. Dann schauen wir noch mal, sind alle Fragen beantwortet. Andreas Hofmann, Bild. Wart bitte aufs Mikrofon jetzt. Ich würde noch mal interessieren, weil es gestern auf der PK kein Thema war, was mit Berisha ist.
was er sich und vor allem wo zu Schulden gelassen, kommen lassen lassen, ob er irgendjemanden kompromittiert hat, den Trainer vor der Mannschaft oder irgend so. Ob ihm irgendwas was? Kompromittiert. Was bedeutet das? Also bloßgestellt oder angegriffen vor anderen. Ob jemand ob der Berisha jemanden angegriffen hat, den Trainer vor der Mannschaft oder so, oder was passiert ist. Also das kann ich eigentlich relativ kurz halten, das ganze Thema. Mergim war super im Spiel drin, im letzten Spiel gegen Bremen. Aus taktischen Gründen haben wir runtergenommen vom Platz. Und ich verstehe auch Emotionen nach einer Einwechslung, besonders wenn man super drin ist im Spiel, das verstehe ich schon. Und bei der Aufklärung, beim Gespräch zwei Tage später, dann, also nach dem Gespräch, habe ich mich einfach dazu entschieden, ihm eine Pause zu geben, um sich zu orientieren. Sich zu orientieren. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Punkt. Am Ende bin ich auch ein Trainer. Ich bin ein Trainer, der sehr offen ist, sehr, sehr geradlinig, spreche die Sachen klar an, bringe immer Spieler einen gewissen Respekt gegenüber, Mitarbeiter Respekt, und erwarte ich einfach einen respektvollen Umgang miteinander. Das ist für mich das Wichtigste, weil es gibt Grenzen, die man nicht übertreten darf, und wenn das übertreten werden, dann gibt es auch eine Reaktion. Und deswegen schnauf durch, und ich gehe davon aus, dass er bald wieder zu uns stoßen kann. Aber es liegt auch an Mergim. Питання на рахунок Мергіма Беріші. Були чутки, що в Рознігалі, може, що він напав на тренера чи на партнера по команді, чи образив і оправдав це. Можете прокоментувати, будь ласка, цей момент. Ви маєте розуміти, ми всі професіонали. Остання гра проти Бремена була не дуже вдала. Мені не сподобалося, як він виглядав на полі. Він дуже емоційний гравець, тактично не все виходило, тому я його замінив. Потім, два дня пізніше, у нас була розмова з ним, і я вирішив, що він сьогодні не буде присутній на сьогоднішній грі. Для мене дуже важливо, щоб у нас в команді, у нас в роздягальні був завжди респект, і щоб всі поважали один одного. І якщо якийсь гравець ображає все рівно якого тренера, чи гравця, чи працівника клубу, він буде розмовляти зі мною, з моїм тренерським штабом, і має подумати над своїми діями. І сьогодні я вирішив, що він не буде грати, але він вийде, може, в наступних матчах, подивимося. Jürgen Bauer nochmal. Daran angeknüpft, als du Florian Grillitsch ausgewechselt hast heute, war er auch nicht ganz so begeistert. Er hat ja kurz mit dir den Dialog gesucht und war schon ein bisschen angefressen. Jetzt hast du da mit ihm nochmal geredet oder ist das abgehakt gleich? Ja, habe kurz gesprochen nach dem Spiel, also beziehungsweise bei seiner Auswechslung. Und ist auch klar, dass jeder Spieler auf dem Platz stehen möchte, so lange wie möglich. Also keine Spieler ist glücklich, wenn er ausgewechselt wird. Und das ist aber Fußball. Sonst wären die auch nicht hier, wenn die nicht ehrgeizig wären. Und es ist normal. Aber Flo ist ganz klar. Und das werden wir drüber sprechen. Dann werden wir auch wieder klar sein. Da bin ich mir auch sicher. Питання також на рахунок Флоріана Гриліча. Він незадоволений пішов, коли ви його замінили. Вже була коротка розмова, може, з ним. Так, ми розмовляли з ним після матчу. Але це нормально. Всі гравці хочуть грати, всі хочуть виходити на поле, хочуть грати 90 хвилин, тому я не бачу тут ніякої проблеми. Сьогодні я його замінив, в іншому матчі, може, він відіграє всі 90 хвилин. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Nikita, dir lieben Dank fürs Übersetzen, die vergangenen zwei Tage. Ihnen allen einen schönen Abend, guten Nachhauseweg. Und dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich schon wieder. Bis dahin. Tschüss.